So. Ich lese das Solinger Tageblatt vom Donnerstag, den 19. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und unter Stadtleben heißt es hier: Kritiker Dennis Steck. Dennis Scheck, Kritiker Dennis Scheck stellt Literaturkanon vor. Auf Einladung der Buchhandlung Bücherwald kommt der 55-Jährige am 5. Februar in die Walder Kirche. Wenn er im Fernsehen die Bestsellerlisten für Literatur verstellt, endet so manches Werk per Rattern dem Rollband in der Altpapiertonne. Wortgewaltig ist der Kritiker Dennis Scheck. Die Buchhandlung Bücherwald hat in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Wald und dem Walder Theatertagen den Literaturpapst für den 5. Februar 2020 nach Solingen eingeladen. Dennis Scheck werde sein neues Werk Schecks Kanon vorstellen, sagt Steffen Decken vom Bücherwald. Und darum geht es im Buch und in der Lesung in der Walder Kirche. Kann ein Kinderbuch zum Kanon der Weltliteratur zählen? Unbedingt, sagt Dennis Scheck. Er nennt als Beispiel Astrid Lindgrens Carlsson vom Dach, das am Anfang vieler Leserbiografien stehe. Aber darf auch der Klassenclown der Gegenwartsliteratur Michel Houellebecq mit der Aufnahme in einen Kanon geadelt werden? Ja, natürlich ist Dennis Scheck sicher. Denn er ist auf dem Gebiet der Politik, was Jules Verne für die Technik war, ein Visionär. Mit einer Auswahl seiner persönlich 100 wichtigsten Werke präsentiert der Literaturkritiker einen zeitgemäßen Kanon, der auf Genre- oder Sprachgrenzen schlicht pfeift. Beschreibt der Verlag Piper den Kanon. Von Ovid bis Tolkien, von Simone de Beauvoir bis Shakespeare, von W.G. Sebald bis J.K. Rowling. Charmant, wortgewaltig und klug erklärt Literaturkritiker Dennis Scheck, was man gelesen haben muss und warum. Mit 13 Jahren gründete Scheck erste Literaturagentur. Dennis Scheck wurde 1964 in Stuttgart geboren, heute lebt er in Köln. Sein Verlag Piper verrät: Bereits im Alter von 13 Jahren gründete er eine eigene literarische Agentur. Nach dem Studium der Germanistik und Politikwissenschaft arbeitet Scheck als literarischer Übersetzer und Herausgeber. Scheck engagiert sich dabei für Autoren wie Michael Chabon, William Geddes und David Foster Wallace, Antje Strubel und Judith Schalinski. Stationen als Literaturkritiker waren das Radio und die Funktion als Moderator von TV-Sendungen wie Lesenswert im SWR und Druckfrisch in der ARD. Der Vorverkauf für die Karten läuft bereits. Eintrittskarten für die Lesung kosten 20 Euro und können online gekauft werden unter www.solingen-live.de. Lesung Mittwoch, 5. Februar 2020, 19:30 Uhr, Evangelische Kirche Wald. Eintrittspreis 20 Euro. Tschüss.